Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, wieso bin ich gerade so dämlich am Lachen? Weil ich glaube, ich habe gerade die gefühlt schwierigste Automatisierung, die ich je gemacht habe. Also der ME-Controller war ein Witz dagegen. Was ist das hier? Also da. Folgendes: Villager können wir jetzt autocraften lassen. Ich zeig das einmal ganz kurz. Start. So. Das Zeug kommt hier rein, kommt in den Autonomes, die Soul, kommt darauf, deaktiviert sich und kann rausgezogen werden. Wird dann wieder da reingeschickt und dann über das ME-System wieder importiert. Ey, ohne Scheiß. Ich habe jetzt so lange daran gesessen, bis diese Scheiße funktioniert. Was ist denn jetzt schon wieder? Moment, ich glaube, das Problem. Ja, ich weiß, was das Problem ist. Das können wir jetzt canceln. Weil ich muss im ME irgendwie sagen, dass diese Villager Souls, dass das die fertigen sind. Ich. Oder weißt du was? Wir machen das jetzt anders. Wir holen jetzt mal den Soulbinder. Weil wir müssen dem ja jetzt gerade nicht mehr sagen. Okay, habe ich gut gemacht. Ja, wir müssen mir gerade nicht mehr sagen, dass der nur noch die Mobsouls machen muss. Sondern wir müssen ja nur noch jetzt die Enticing Crystals machen. Das heißt im Klartext, wir klatschen jetzt den da hier hin. Dann holen wir Enticing Crystal. Der braucht einen Emerald und Soulvile mit einem Villager. Einmal. Zweimal. Dann einmal craften lassen. Ach, eine Scheiße, der braucht ja noch Erfahrung. Wie soll ich das jetzt machen? Ich glaube, da habe ich aber auch schon eine Vermutung, wie ich das machen kann. RF, Alter. Ich glaube, da klatsche ich dem sogar noch einen Tesseract oben drauf. So, und wir sehen jetzt erstmal hier. So wird ein Enticing Crystal gemacht. Dann ein Interface. Du. Du bist jetzt fertig. Oder Scheiße. Also dieses Modpack bringt mich mal dazu, so automatisieren, wie ich noch nie automatisiert habe. So, dann kommt hier das Rezept für den Enticing Crystal rein. Dann können wir jetzt das Pattern hier wieder rausholen. Machen das hier weg. Und sagen, zwei von denen gibt ein einziges Vibrantium. Das finde ich ein bisschen dumm, dieses Rezept. Aber naja, ist Kappa Mode, muss dumm sein. Bin ich mal ganz ehrlich. So. Und dann packen wir jetzt in den Aloy-Smelter.
Und ich würde sagen, Vibrantium. Kann ich die Fuzzy Card? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Also das zu automatisieren ist richtig, richtig Krebs, das merke ich schon. Mal so eine Frage, welches hier die Villager-Teile nehme und in den Drawer packe. Die werden. Ja, stimmt, weil das. Mann! Du. Aha. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Kabel. Du brauchst, der braucht dann nur noch den Export-Pass hier. Mit. Wobei die Kohle muss eigentlich auch gerade gar nicht mehr ran. Wir machen jetzt nochmal eine Ender-Test. Holen uns die graue Farbe. So. Dann. Holen wir uns 3 Diamond Chests. Item Conduit. Speed Upgrade. Und die Filter, muss mal kurz gucken, welche das jetzt waren. Und das ist jetzt das ist ziemlich dumm, was wir jetzt hier machen. Aber das ist jetzt sowas von etwas von extrem scheißegal. So, wir sagen dem hier. Always active? Nein. Das hier ziehst du raus. Und zwar hier rein. Gibt es einen anderen Itemfilter? Ich glaube, da müssen wir mit dem Advanced arbeiten, oder? Was anderes wird mir bald schon nicht mehr einfallen. Aber kein Z-Logic. Boah, ey, ich gehe bei diesem Projekt gerade, gehe ich mal richtig an meine Grenzen. Merkt man vielleicht ein bisschen. So. Also, ganz ehrlich gesagt, ich kenne den Modpack-Entwickler. Ich weiß, wie der aussieht. Ich weiß, wie der sich anhört. Ich kenne seinen Twitch-Namen. Ich würde am liebsten gleich bei dem vorbei und auf die Fresse hauen. Alles, was ich möchte, soll nur ein Modpack aufnehmen. Oh, Mann. So, Advanced Item Filter. Bitte, lass es jetzt klappen. So, ihr werdet mal ausgetauscht. So. Ignormeter da. Mal kurz gucken, ob das jetzt klappt.
Gut, jetzt klappt das. Dann schicken wir die jetzt hier weiter. Und wir machen uns dann echt noch einen eigenen. Noch ein Soulbinder für die anderen Rezepte, wenn wir es nochmal brauchen. Oder bis dahin könnten wir auch echt einfach gucken, das wird jetzt nicht ewig laufen. Sehr schön. Dann sage ich nämlich jetzt einfach mal ganz, ganz blöd: Villager 500. Los, mach. Mach, aber mach, dass die Scheiße weg ist. Emeralds sind mir jetzt noch momentan egal. So, das klappt. So, und das habe ich befürchtet. Die soll es nämlich nicht rausnehmen. Warum klappt denn jetzt hier überhaupt nichts mehr? Ich weiß auf jeden Fall, dieses Modpack werde ich nicht nochmal im Körpermod spielen. Cancel. Davon nochmal. So. Ich hatte echt gehofft, dass das so reichen wird. Aber naja, hat er halt hier einmal so gemacht. Dann müssen wir eben doch so machen. Kurzer Test. Dachte ich mir. Ah, jeder Wrench. Zack. Und jetzt reagiert er nämlich gar nicht mehr. Was ist jetzt, wenn ich jetzt hier einfach so mache? Ich merke schon, das wird keine Folge, wo ich produktiv bin. Ich glaube, das Problem ist, dass ich hier eben low gemacht habe. So. Dann machen wir jetzt hier nochmal Villager. Machen wir jetzt mal 100. Das ist noch verkraftbar, wenn da was schief läuft. Wir brauchen noch eine Soul Vial. Oh, wir haben ja noch welche im Inventar. Und wir machen dann das ganz einfach so,
dass wir dann hier sagen Whitelist, Blacklist, die da und die da. Siehst du? Und schon klappt das. Vergiss, was ich gesagt habe. Whitelist. Die will ich nicht hier drin haben. Dann machen wir das mal ganz, ganz blöd. Machen wir hier nochmal eine Schleife. So, so, so. Ganz, ganz kleiner Test. Dann müssen wir hier aber mal so machen, damit wir das testen können. Super. Boah, wir haben es fast. Das ist ein Akt. Ich bin gerade am Lachen, am Weinen, am Husten. Ich bin alles gleichzeitig. Also wenn jetzt irgendeiner einen Weg hätte, wie es einfacher geht, könnt ihr mir mal gern Bescheid sagen. Hätte ich eigentlich so lassen können, aber ich mache das jetzt mal so. Okay, das füllt sich noch weiter auf. Okay. Sehr schön. Alles klar. Das funktioniert jetzt auch. Boah ey, so einen Akt hab ich noch nicht erlebt. Für einen scheiß Barren zu automatisieren. So. Wir machen jetzt nochmal einen Endertank. Und machen dann irgendwie was Entspanntes. Irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendwie so Infinity Ingots. Ich glaube, das ist ja nochmal entspannter. So, wir nehmen es mal ganz kurz. Grün. Machen wir den ersten grün. Und dann machen wir das so. Wir nehmen uns ein. Ne, zwei Enderfruit Conduits. Zwei Enderfruit Conduits. Das kann weg. Gehen hier hin. Packen das einmal so hin. Dachte ich mir, dass das kaum wegnimmt. Always active. Und es wird nachgeladen. Perfekt. Das heißt, wir haben es jetzt. Wir haben die Enticing Crystals automatisiert. Ey, ich war noch nie so verzweifelt. Ich war noch nie so hammerhart verzweifelt auf der Automatisierungssuche. Also, Enticing Crystals geschafft und ich habe in dieser Folge erfolgreich nichts geschissen bekommen. Jetzt müssen wir nur noch sagen, hier Push-Pull, ne?
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir noch Demon Steel machen. Das ist mittlerweile auch schon fertig. Habe ich den Server gerade gesprengt? Okay. Demon Steel of the Second. Third. Dann. Wir brauchen genau zwei Eighth Magnitude. Ich sehe aber gerade so ein bisschen schwarz. Six. Ein Demon Steel of the Eighth Magnitude. Ja. Aha. Das ist jetzt doof. Habe ich noch einen Alloy-Smelter? Nein. Ich möchte jetzt aber mal wenigstens hier die Enticing Crystal laufen hier gerade. Dann sag ich mal ganz kurz zu dem hier Cancel, zu dem auch. Vibrantium, wir brauchen 8 Stück. Alter, 256 Solarium. So, wie lange brauchst du jetzt dafür? Okay, das geht ja schon mal. Ich will das Vibrantium fertig haben, damit wir dann morgen weitermachen können. Weil ich schätze mal, wir werden morgen mit einem anderen heiklen Thema anfangen müssten. Weil, wenn wir mal hier reinschauen, wir haben kaum Minisio-Essenz. Das ist krass, aber die geht uns komplett weg. Deswegen wollte ich gucken, dass wir einmal zum Imaginary Timeblock gehen. So. Das ist kein Thema. Das ist nerviger, aber kein Thema. Das ist eine nervige Sache, aber kein Thema. Das ist easy. Die sind nervig. Die sind richtig, richtig nervig. Dafür brauchen wir richtig viel Mercury. Wie viele Fibrantium sind fertig? 8 Stück. Also, wir brauchen nur noch einen Demon Steel of the Eighth Magnitude. Und wir haben es geschafft. Wir haben dann ein. Ich kann gerade nicht mehr richtig reden. Komm, wir gucken nochmal hier in die Quests rein. Delta, hier, Vibrantium. Epsilon, Demon Steel of the Seventh und of the Eighth. Eight. Gucken wir mal, was wir hier noch rausbekommen. 50, 50 und eine 75er. Ein Fortune Cookie. Fleeting Stone. Und ein Core Sample Drill. Fick dich, Junge. Alles klar. Ich bin K.O. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.